Hallo, in diesem Video möchten wir euch den Gastrobug Design Tea & More Advanced vorstellen. Wie ihr hier schon an dem Bild sehen könnt, handelt es sich bei diesem Gerät nicht nur um einen reinen Tee- und Wasserkocher, sondern um ein richtiges Multitalent. Ja, hier haben wir die Verpackung. Hier sieht man auch außen, da steht 3 in 1 drauf. Damit ist eben gemeint Tee, Wasserkocher und eben auch die Zubereitung von Speisen. Gastrobug selbst spricht hier von einem Präzisionsgarer. Damit kann man Babynahrung machen, Nudeln und vieles mehr. Was genau, zeigen wir euch gleich, aber jetzt packen wir das Gerät erstmal schnell aus. Hier kann man jetzt das ganze Zubehör sehen, das mitgeliefert wird. Der Wasserkocher selbst ist natürlich schnurlos, kann einfach angehoben werden. Oben ist ein Deckel, den kann man schließen und öffnen. Und die ganzen Zubehörteile rechts und links zeigen wir euch gleich noch genauer. Was ich super praktisch finde, das 90 cm lange Kabel kann man unten aufwickeln und man kann sich dann aussuchen, ob man rechts, links oder hinten das Kabel rausführen möchte. Super praktisch, wenn man eben das Kabel genau da rausführen möchte, wo die Steckdose ist. Kommen wir nun zu den Bedienelementen und dem LCD-Display. Hier stellt man eben die verschiedenen Dinge ein, ob man nun Tee kochen möchte, Essen kochen möchte oder ähnliches. Ich zeige euch das mal, genau die Start-Stopp-Taste. Und mit Hot Water und Cooking, da gibt es jetzt Boil, also Kochen, dann Joghurt, Babynahrung und auch Custom. Da kann man dann selbst einstellen, eine Temperatur von 40 bis 100 Grad in 5 Grad Schritten. Und bei einigen Programmen kann man auch einstellen, wie lange die Temperatur gehalten werden soll. Hier haben wir jetzt die Teeprogramme. Da gibt es grünen Tee bei 80 Grad, schwarzen Tee, Kräutertee, Oolong-Tee, weißen Tee und zu guter Letzt die Custom-Funktion, wo man dann eben einstellen kann, wie lange und bei welcher Temperatur der Tee ziehen soll, bevor das Gerät ein akustisches Signal gibt, dass der Tee quasi fertig ist. Ehe wir uns aber Tee widmen, kommen wir zu einer Wärmflasche, so der Klassiker bei uns im Haushalt. Wasser einfüllen als erstes. Übrigens, Minimum sind 500 Milliliter und das Maximum sind 1500 Milliliter. Außer man kocht Tee, dann sind es 1200 Milliliter. So, als nächstes stellt man die Temperatur ein. Wir haben uns hier für 50 Grad entschieden. Drückt die Starttaste und dann wird man im Display darüber informiert, wie viel Grad das Wasser gerade hat und bekommt dann ein akustisches Signal, sobald die Temperatur erreicht ist, also die eingestellte Temperatur, hier in diesem Fall 50 Grad. Das Signal kommt dann auch genau jetzt. Genau, super praktisch finde ich, denn ich mache auf das Wasser an, bin ein, zwei Räume weiter und da ist das Signal für mich sehr praktisch. So, ja, und zu guter Letzt einfach das Wasser einfüllen und die Wärmflasche benutzen. Jetzt kommt als nächstes Tee. Wir fangen mal mit Beuteltee an. Da nehmen wir einfach das vorgegebene schwarze Teeprogramm, 100 Grad. Auch hier wieder das Ganze erhitzen lassen. Man sieht im Display, wie viel Grad das Ganze hat. Hier in diesem Fall bei 100 Grad ist Schluss. Tee aufgießen, fertig. Der nächste Anwendungsfall ist eine Jasminblüte, eine Jasminteeblüte. Hier haben wir den Wasserkocher auf 80 Grad eingestellt, dazu eine Zeit festgelegt, denn diese Blüte braucht ja eine gewisse Zeit, um zu erblühen. Und der Tea and More von Gastrobug hält jetzt die Temperatur. Man schmeißt die Blüte herein, die Teeblüte rein ins Wasser und dann kann man hier sehen, wie sich das Ganze entfaltet und später sogar noch eine ganze Blüte herauskommt. Und der letzte Tee in diesem Video, diesmal ein grüner Tee bei 80 Grad mit einer Zeit von 4 Minuten. Hier haben wir losen Tee genommen und da gibt es ein entsprechendes Zubehör. Das seht ihr jetzt hier. Da packt man den losen Tee einfach rein und kann dann diesen Behälter in das Wasser, in das kochende Wasser oder in dem Fall das 80 Grad heiße Wasser tun. Der Wasserkocher hält dann die bestimmte Zeit, die man eingestellt hat, je nachdem, wie lange der Tee ziehen soll. Und dann gibt es wieder das akustische Signal. Man weiß, der Tee ist fertig und man kann ihn sich eingießen. Okay, kommen wir zu was ganz anderem und zwar Käsefondue. Das geht auch kinderleicht mit dem Gastrobug Tea & More. Hier benutzt man einfach den Gareinsatz. Das ist auch ein Glasbehälter, den man einfach in die große Glaskaraffe hineintut. Das seht ihr jetzt hier, der ist da schon drin. Da kommt dann einfach Käse rein. Der Käse wird dann durch das heiße Wasser von außen erhitzt. Wir haben noch ein bisschen Knoblauch dazu getan. Und nach einer kurzen Wartezeit ist der Käse dann auch schön cremig gewesen und man kann eben lecker Käsefondue genießen. Und wenn man schon beim Thema Fondue ist, warum nicht auch gleich hinterher noch ein schönes Schokofondue als Nachtisch? Den Glaseinsatz einfach einmal auswaschen, danach Schokolade rein, ein bisschen Sahne und schon kann man Früchte und Brot oder was auch immer man möchte in das Schokofondue dippen.
Als nächstes haben wir uns an etwas herangewagt, was wir vorher noch gar nicht kannten, aber das war im Rezeptbuch des Tea & More, und zwar eine sogenannte One-Pot-Pasta. Was hier passiert, man packt alles in einen Behälter, wieder hier in diesen Garbehälter. Ihr seht, da sind Nudeln, Tomatensauce, Olivenöl, Tomaten und vieles mehr. Wir haben das Ganze hier bei 11 Minuten im Tea and More gelassen. Hier seht ihr jetzt auch übrigens den Aufsatz, den man benutzt, um dann den Glasgarer benutzen zu können. Der schwimmt dabei immer nur ein kleines bisschen im Wasser. Ja, hier haben wir noch ein paar Kräuter dazu getan. Wasser, Soße, wie gesagt, das kommt alles einfach in einen Pot und wird dann mit verschlossenem Deckel dort 11 Minuten gekocht. Zum Schluss haben wir noch ein bisschen Knoblauch dazu getan und fertig ist die One-Pot-Pasta. Zu guter Letzt haben wir uns dazu entschieden, einen Möhrenbrei für Babys zu machen. Wie ihr eingangs gesehen habt, natürlich kann man im Wasserbad auch einfach einen fertigen Babybrei warm machen. Aber wir haben uns jetzt ganz einfach dafür entschieden, einen frischen Babybrei zu machen. Dafür schneidet man einfach nur Möhren klein. Die kommen dann in den Gareinsatz, das Ganze dann im Wasserbad wieder. Und das Gute hier ist jetzt, dadurch, dass der Gareinsatz aus Schott-Duranglas ist, ist er sehr widerstandsfähig. Man kann also direkt in dem Gareinsatz mit einem Stabmixer die Karotten zu einem Brei machen. Zum Schluss noch Öl hinzufügen und fertig ist der Baby-Karottenbrei. Kommen wir nun zum Fazit. Der Gastrobug Design Tea and More Advanced hat hier voll und ganz überzeugen können. Die Idee, einen Wasserkocher in der Küche stehen zu haben, der aber mehr kann als einfach nur Wasser erhitzen, sondern auch Tee kochen kann, Speisen zubereiten kann und sogar ein Fondue ersetzen kann, hat uns sehr gut gefallen. Wie ihr hier im Video gesehen habt, das geht auch alles kinderleicht von der Hand. Das Waschen und das Saubermachen des Gerätes ging auch immer sehr leicht von der Hand und die Bedienung ist wirklich sehr intuitiv und leicht verständlich.